sitze jetzt hier mit Sven Benson. Sven, magst du uns mal erzählen, was du eigentlich alles so machst den ganzen Tag, woran du forschst? Ja, gerne. Also ich bin in Essen an der Uniklinik Professor für Didaktik in der Medizin, ursprünglich aber Medizinpsychologe. Das heißt, wir interessieren uns, wie psychische Prozesse im Kontext von körperlichen Erkrankungen passieren, welchen Effekt das auf Patienten hat und wie eben Ärztinnen und Ärzte damit umgehen können. Das heißt, du machst auch direkt Studien mit Patienten und Patientinnen oder eher mit gesunden Personen ohne Vorerkrankungen? Wir machen tatsächlich beides, aber meist arbeiten wir mit gesunden Probanden, um eben die Grundlagen zu verstehen. Ja. Aber gibt es dann trotzdem auch, wenn du Grundlagenforschung machst, irgendwelche direkten Anwendungsmöglichkeiten für Patienten? Also ergeben sich daraus direkt Implikationen? Ja, das hoffen wir schon. Also es ist so, wir arbeiten mit einem experimentellen Entzündungsmodell. Also so ähnlich wie bei einer Impfung machen wir gesunde Probanden tatsächlich für einige Stunden krank. Und anders als bei chronisch Kranken, wo ja ganz viel schon passiert ist, können wir eben diese Krankheitssituation sehr, sehr gut darstellen. Und dann interessiert uns eben, was passiert in dieser Situation, wie entstehen die Symptome und wie ist diese körperliche Reaktion eben auch auf psychischer Ebene verarbeitet? Was passiert mit der Stimmung, was passiert mit der Schmerzempfindlichkeit? Und uns interessiert eben auch, wie können wir diese Symptome dann wiederum beeinflussen? Also zum Beispiel durch Erwartungs-, durch Placebo-Effekte. Da gibt's ja dann auch das Gegenteil, Nocebo-Effekte. Machst du da auch was dazu? Das planen wir tatsächlich in der Zukunft. Also das wird so unsere nächste Aufgabe sein, zu gucken, was machen eigentlich negative Erwartungen? Weil ich glaube, wir haben alle so im Rahmen der Pandemie gelernt, wie eben negative Erwartungen auch eine große Rolle spielen können, gerade bei immunvermittelten Symptomen. Also wenn man so in sich reinhorcht nach einer Impfung beispielsweise, wann geht's endlich los mit den Symptomen, dann werden die natürlich auch schlimmer. Und das ist tatsächlich etwas, was wir dann bei uns in diesem Krankheitsmodell auch nachstellen wollen und eben besser verstehen wollen.